Ich schätze, 48 ist die Bude voll. Okay. Dann warte ich noch ein bisschen. Kann ich eigentlich Leute entfernen hier, Teilnehmer? Soweit ich weiß, ja. Solltest du können. Hier Hat das ist, einen Grund? naja, hier ist einer bei, so mit ohne Haare auf dem Kopf und so, und der ist frech. Also wir wollen hier niemanden verurteilen, wenn er keine Haare auf dem Kopf hat. Um Gottes Willen. Okay, wenn wir jetzt 48, ich würde sagen, ich mache mein Ja. Intro und dann kannst du loslegen. Ja? Gut, einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Forex Pro Systeme Live Trading, natürlich mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier zum Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, natürlich genauso wie Sie auch, was Herr Thorsten uns heute mitgebracht hat. Von daher will ich gar nicht drum rumreden, denn Sie sind alle heiß, genau wie ich. Wir springen zum Risikohinweis, denn das ganze Webinar dient, Sie kennen es alle, nur zu Informations- und Schulungszwecken. Aber bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Ganz gleich, was Thorsten gleich aufzeigen sollte, analysieren sollte oder gegebenenfalls auch handeln sollte. Ja, denn am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die Sie treffen müssen. Das ist von unserer Seite immer ganz wichtig zu sagen. Gut, dann würde ich dem Thorsten mal die Möglichkeit geben, seinen Bildschirm zu übertragen. Ich hoffe, ich habe das heute mal gut ausgedrückt. Ja, das hast du ausnahmsweise gut ausgedrückt. Allerdings frage ich mich, Fragen Sie. wo du sonst morgens um 4 arbeitest. Nee, ich arbeite momentan nicht um 4 morgens. Molly, hast du irgendwas erzählt im Fitnessstudio und jetzt sagst du, alle sind genauso heiß wie ich. Also ich weiß nicht. Ah, doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Wahrscheinlich auf die Positionen. Genau. Du bist gerade erst aufgestanden, oder? Mein Lieber, ich war heute Morgen schon um 6 mit meinem Hund draußen. Ne? Bei mir fängt der Tag morgens an. Ich sitze nicht so wie du im Schlafanzug, ungekämmt und mit einem Kaffee. Wahrscheinlich noch ein Wecker an der Kordel um den Bauch gewickelt, irgendwie am Schreibtisch und daller da ein bisschen rum. Ne? Bei uns beginnt der Tag morgens. So. Also. Ich habe auch kein kariertes Hemd an. Wir machen die gleiche Reihenfolge wie die letzten Male auch. Hab nur das Bild im DAX einmal vorher eingeblendet für die, die gestern bei der Abendsession, die wir ja auf Slack noch ein bisschen begleitet haben, war ja nicht ganz unlustig. Ne? So auf Kosten des einen oder anderen haben wir uns ja doch ganz gut amüsiert und auch noch ein paar Pünktchen rausgeholt. Für die, die nicht dabei waren, aber diese Setups von gestern hier im DAX mit geschortet haben, sei angemerkt, wir sind unten hier an der 5,36 angekommen. Wir waren sogar im Low bei der 31. Wir haben gesagt, hier werden Shorts reduziert. Gestern war, dass wir ab 15,620 Shorts prüfen zum Aufstocken und dass sie hier unten reduziert werden. Also wer da noch drin investiert sein sollte, sollte darüber nachdenken, was er tut. Alles kann, nichts muss. Nee, das machen wir nachher. Wir schauen auf gestern und sehen heute. Kann das sein?
und sehen heute. Genau, das ist gestern. Den schieben wir mal dahin, sonst kommen wir nämlich hier ein bisschen durcheinander. So, Jungs und Mädels, ich habe gestern so ein bisschen die Diskussion, das Gespräch verfolgt, was da auf Slack in der Community abging. Dafür erstmal danke, dass da überhaupt was passiert ist und dass es so passiert ist. Sehr, sehr schön, auch gerade an Robert H. und so, dass man sich so aktiv beteiligt und man sagt, Mensch, haben wir jetzt nicht einen Euro pro Einstieg, haben wir jetzt nicht dieses, haben wir jetzt nicht jenes, haben wir nicht das, haben wir nicht das. Sehr, sehr gut. Genau so soll es ja in einer Community sein. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir befinden uns ja morgens in der Fehleranalyse. Und die sollten wir heute als erstes mal auseinanderpflücken. Was war gestern gut und was war gestern falsch? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gut gemacht? Hier ist unser Routenplaner. Ja, ne? Wir haben gesagt, wir haben den grünen Verlauf hier hoch und dann runter fürs Tagesziel, dass wir hier einmal durchlaufen. Mittelfristig die blaue Route nach unten bis zur, wohin? Wohin wollten wir unten? Das haben wir nur gelernt, glaube ich, die letzten Wochen, die letzten Monate, die ihr hier dabei seid oder vielleicht Gäste seid. Was machen wir mit Marken, die wichtig sind? Fragt den Fischkopf, der kann es. Und den Skiläufer Thomas, der kann es auch. Gucke. Der Roland hat es auch schon verstanden. Warum wisst ihr die Marke noch? Über 100 Teilnehmer. Drei haben die Marke. Drei. Ganze drei Leute. Alex. Sehr gut. Jetzt sind es schon vier. Gut, die Zahlen wenigstens ein bisschen zu. Jetzt sind wir schon immerhin bei 10% der Teilnehmer, die so weit sind. Solche Zahlen aufschreiben. Die 1.12.08 hatten wir nicht auf dem Plan, sondern wir haben hier unten die 1.11.81 und hatten hier sogar stehen, ab hier können Shorts gedreht werden. Kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Ist ja auch nicht schlimm. Okay, die Nummer, die war ja, ich sage jetzt mal nicht so schlecht. Der Start von hier nach unten. Aber wir waren hier bei der 1.12.78 und haben es gerade geschafft bis zur 1.12.72. Man gerade 6 Punkte runter und dann ist das gute Ding hier kurz vor 9 explodiert. Der nächste Versuch hier an der 93, den habe ich hier nachher direkt verpasst zu handeln. Hier ist er durchgeschossen. Den hier habe ich direkt verpasst zu handeln. Das hier wäre das perfekte Tagesziel gewesen, wenigstens die 15 Punkte. Und hier konnte man die Verluste auch kompensieren. Aussage gestern war, dass wir da oben mit zwei Positionsgrößen handeln. Unter welcher Bedingung handeln wir hier mit zwei Positionsgrößen? Mit einer teilbaren Positionsgröße? Wenn das CRV passt und die Margin es hergibt, gutes CRV, kleiner SL, richtig, nur dann.
Guck mal, Jungs, heute kommt der Kaffee ohne Ermahnung. Danke, meine Liebe. Hier Fischkopf, ne? Mein Warnemünder Kaffeepott, ne? Da. Ich glaube, den habe ich schon 20 Jahre. Wenn das CRV passt. Nur wenn das CRV passt, dass ich hier mit einem kleinen Stop rein kann. Und wir haben hier zwei Positionen platziert, beide mit einem recht engen Stop. Beide enge Stops wurden hier direkt rausgekegelt. Hier oben hatte ich das gleiche Spiel nochmal vor. Das habe ich leider nicht gepackt, das habe ich verpasst. Ab hier, wo war dann, ab da, was wäre da die Möglichkeit gewesen, was wäre dort gut gewesen, was wäre dort besser gewesen zu machen, zu handeln, zu tun? Ich habe mich dann hier ab diesem Zeitpunkt ungefähr, habe ich mich zurückgezogen hier, bin dann BE geflogen mit dem zweiten Anlauf von hier oben. Und habe mich dann zurückgezogen, habe gesagt, bis 14 Uhr bleibe ich an der Seitenlinie. Warum an der Seitenlinie? Um das Gehirn sauber zu kriegen. Ich weiß, jetzt guckt der eine oder andere wieder, aha, wenn dein Gehirn nicht sauber ist, was ist denn da dann drin? Bärendreck. Wer von euch kennt Bärendreck noch? Jetzt müsste das von einem hier mit einem Apostroph über dem letzten Buchstaben, müsste das von einem wie aus der Pistole geschossen kommt. Guck hier, so sieht man die Interessen, ne? Bärendreck ist ein Dichtungsmittel, was man für Abdeckung von Getriebedeckeln und so weiter benutzt, ne? Und 50% kommen hier um die Ecke und sagen, Lakritz. Ja, der eine schraubt dem zum Hobbyschraub, der sitzt eben da draußen und schraubt ein bisschen an seinem Motorrad rum oder an seinem Auto rum und dichtet es mit Bärendreck ab. Und der andere sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und mümmelt aus dem Becher so alles vor sich hin und dichtet damit andere Sachen ab. Genau. Okay. Um die Birne sauber zu kriegen, muss man dann auch mal Abstand nehmen. Das habe ich dann gestern auch getan. Aber genau in diesem Zeitrahmen, als ich mich dann verabschiedet habe und habe gesagt, bis 14 Uhr gehe ich an die Seitenlinie, passierte denn diese Geschichte. Meine lieben Zuhörer, Zuschauer, Verfolgungswahnsinnige und Gäste, nur mal so zu der Wirkung unserer Zielbereiche. Unser lieber Lutz hat gestern Morgen hier ganz richtig bemerkt, dass er gesagt hat, okay, wenn wir diese Richtung haben, haben wir hier unten den Long-Einstieg verpasst. Ja, den haben wir gestern verpasst. Ich habe auch erklärt, warum. Hauptrichtung war zur 1.11.81. Vorausgesetzt, er schlägt die Richtung auch ein. Spätestens hier, nach diesem Bruch, hätte man ganz schnell im Kopf umdenken müssen. Und das ist das, was ich neulich in unsere Community einmal sehr direkt kommuniziert habe, wo es dann hieß, ey, ab hier kann man nach Long und hier, wir haben Short Setups und dann kommen da Sachen um die Ecke. Ab hier kann man nach Long, da kann man noch dies, kann man noch jedes. Oft ist man nicht in der Lage, im Kopf so schnell umzudenken. Und dann muss man die Birne einfach mal freipusten. Wirkung unserer Zielbereiche. Fehlausbruch hier aus der Range, hier aus der Sperrzone. Fehlausbruch eintauchen. Wieder zurück in die Sperrzone
wäre das erste Long-Signal gewesen. Lutz wird jetzt wahrscheinlich wie Rumpelstilzchen irgendwie um seinen Schreibtisch tanzen und sich schön auf der Glatze kratzen hier und sagen, gucke mal, habe ich doch gesagt, habe ich doch gesagt, sage ich dir doch immer, sturer Bock, hörst nicht zu. Ja, diese Nummer hätte man fürs Tagesziel schon mal versuchen können, hier mitzunehmen. Kurzes Abstoßen an diesen Kerzen hier. Hätte man schon erkennen müssen, erkennen können, dass es eher nach oben als nach unten geht. Kurzes Abstoßen und dann folgen diese drei Lunten. Diese Lunten sind Warnzeichen. Dann kommt um kurz vor 9 genau diese Kerze bis 9 Uhr. Wir schauen uns das gleich im M1 einmal an. Und dann ballert er direkt durch, nimmt die erste Nummer hier direkt mit und prallt hier an der zweiten aber ab, um dann zurückzukommen und diese Kante zu bestätigen. Diese Nummer als Bestätigung hier, wir haben den Zielbereich bei 1.12.78, wir haben das Low dieser Kerze bei 1.12.78.2 und wir haben das Low dieser Kerze bei 1.12.78.2. Dieses Szenario sollte man sich Punkt A einmal in 1 Minuten angucken. Was kann Besseres passieren, als hier unten so ein Sprungbrett als Sicherung zu haben, dass man keinen Durchfall bekommt und noch den Zielbereich und Doppelboden hier in einem. Diese Kiste müssen wir gleich mal uns anschauen im M1, wie man mit sowas umgeht. Dazu kommt erschwerend, dass wir hier, was sehen wir hier noch? Ich kreise das mal ein. Wir sind ja zum Lernen hier, ne? Ja, nicht alle, ich weiß. Manche sind nur hier, um zu gucken, na, was hat er denn heute an? Ist er auch rasiert? Hat er einen sauberen Hals? Hat er wieder Haare verloren? Das reicht mir nicht. Eine bullische Flagge reicht mir nicht. Da ist viel mehr. Viel mehr, zu viel mehr sagt man noch Ozean, oder? Ich habe hier nebenbei mein Smartphone auf dem Schreibtisch liegen und behalte da den Kurs im DAX im Blick. 15.95 werde ich schauen, wenn er da ist, könnt ihr gerne schreien hier. 15.95 werde ich im Auge behalten für Shorts. Jetzt kommen wir doch langsam der Sache näher. Ja, nicht nur am Schreibtisch sitzen und die Birne kratzen, sagen, was meint ihr denn jetzt schon wieder? Suchen, wer nicht sucht, ist faul. Vor allen Dingen Ostern. Wir gehen entspannterweise in den M1. Hier hatte ich doch was eingekreist. So, schauen wir uns das doch mal an. Ich lege hier auf diesen Zielbereich jetzt mal diese blaue Linie. Das war unser Zielbereich. Zack, und schon blenden wir die Zielbereiche aus. Okay. So, und jetzt. Sieht man jetzt ein bisschen mehr? Filter blende ich auch mal aus. Filter habe ich gesagt. Mensch. So. Ich blende alles aus. Und dann nehmen wir uns den Rest gleich dazu.
Was fällt euch jetzt auf? Dass du jetzt klugscheißen musst, war mir klar. Schaut einfach nur mal auf das Gesamtbild. Was sieht man da jetzt alles? Bevor ich euch das wieder vorbete. Conny, was kann ich machen? Die sind faul. Die wollen nicht. Lass einen Unterricht ausfallen. Gehen wir in die Cafeteria. Wir wollen lernen, ohne Indikatoren zu arbeiten. Was handle ich so gerne? Was sind so meine Steckenpferde? Diese Geschichte hier werde ich jetzt mal etwas reduzieren auf diese Bestätigung vom Zielbereich, auf dieses Fenster, weil das hier, diese Ecke, ist die hier. So, wir haben so viel, was wir hier rauslesen können, was wofür spricht. Ja, komm. So. Gehen wir durch die kleinen Zeiteinheiten, okay? Wir haben erste Bewegung. Dort startet die zweite Bewegung. Ich mache das mal mit Kästchen, kann man besser sehen. Ja, der schwankt ja jetzt nun mal gerade hier um 4 Punkte, der Euro. Ne? Also müssen wir uns jetzt noch nicht heiß machen. Ne? Wenn ich nicht weiß, was ich gestern falsch gemacht habe, weiß ich nicht, was ich heute richtig machen muss, oder? Was habe ich gestern getan? Wenn ich heute Morgen mit so einem dicken Schädel aufwache, weil ich gestern Bacardi Cola getrunken habe, dann muss ich doch erstmal kurz sinnieren, was habe ich gestern gemacht, dass ich jetzt so einen dicken Schädel habe. Bacardi Cola. Okay, lässt Bacardi Cola heute weg. Probier es mit Kamillentee. Da haben wir die erste Bewegung. Hier startet die zweite. Die zweite ist doppelt so lang wie die erste. Seht ihr das? Wir können die sogar nochmal da oben drauflegen, dann sieht man das besser. Ja. Die zweite Bewegung ist doppelt so lang wie die erste. Wenn die zweite Bewegung so viel länger ist als die erste, was ist die Schlussfolgerung daraus?
dass eine dritte Bewegung kommt. Vollkommen richtig. Erste Bewegung haben wir bis an die Kante, ein bisschen Luft geholt. Hier gab es was an die Backen, da bin ich dann schon vorsichtig geworden. Die zweite Bewegung nach oben geschossen. Da haben wir schon mal das erste Signal für Long. Dann war ausschlaggebend dieser Rücklauf. Dieser Rücklauf. Zack. Durch die 61,8 durch, aber die 76,4 deckt sich mit unserem Zielbereich. Komm her. Da. Die deckt sich mit diesem Hoch, mit unserem Zielbereich und der 76,4, also die 77. Dort kommen viele Sachen auf einmal hin. Und deswegen habe ich gedacht, so, jetzt muss ich erstmal an die Seite, jetzt muss ich erstmal umdenken. Und dann haben wir genau dieses Spiel. Bei der 77,5 ist unser Zielbereich. Komm her, exakt bei 77,6. Und hier haben wir die Lows 0,5 Punkte da oben drüber. Einen Mehrfachanlauf, der sich über einen Zeitraum von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Minuten hingezogen hat. Den Spaß sollte man sich dann vielleicht mal im 15-Minuten-Chart angucken. Das machen wir gleich mal. Gehen die Nummer gleich mal von oben nach unten durch. Dazu kommt, dass wir, und jetzt wird es nämlich interessant, hier in diesem Bereich haben wir hier für unsere Trendfanatiker von gestern, ne, wem, was habe ich gestern Abend gesagt? Welche Frage solltet ihr heute früh nochmal bitte mitbringen? Aber so fragt man ja eher abends 9:30, ne? Für die, die hier sind, die Gäste sind, ne? Solche Fragen kriege ich dann auf in unserem Slack-Kanal abends 9:30 oder 10:00 gestellt. Und die, die nämlich so eine Frage abends 10:00 stellen, die pennen nämlich morgens. Bewegung, Korrektur. Alles hier dazwischen ist. Das hier ist Rauschen. Und Bewegung. So, jetzt können wir diese Bewegung hier einmal gucken. Ach, das ist doch kacke. Warum verschiebt sich das immer? Warum verschiebt sich die Linie? Habt ihr die Macke auch? Ist hier irgendeiner, der die... Ist hier irgendeiner, der die gleiche Macke hat wie ich? Florian, würdest du das vielleicht irgendwie mal weitergeben? Das haben wir jetzt seit 3 Wochen oder seit 4 Wochen. Du liest es ja mit, ne? Ja, ich sehe es. Das haben wir seit 4 Wochen, oder wenn, bin ich sogar noch länger. Wir hatten das schon mal mit Nelson im Webinar, da haben wir das schon mal angedeutet. Und dann hieß ja, wenn es ein Metatrader auch ist, dann ist das eben eine Metatrader-Geschichte. Aber ich habe es im Metatrader probiert und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige hier anscheinend auch. Das scheint eine Macke im Stereo zu sein. Wenn ich diese Linie hier duplizieren will, hier, siehst du das? Dann verändert. Ah, okay, die ist nicht. Nee, ja, okay. Die bleibt nicht dupliziert, sondern die verändert einfach ihr. Da, die wird länger und geht nicht. Okay, ich sehe es schon. Danke. Okay, alles klar. Ja. Jo. So, wir haben, ich stelle das jetzt mal um und werde das mit Recht machen, weil da funktioniert es. Super. So. Jetzt ist alles weg. Wo war meine Linie?
Ganz schnell, wo habe ich jetzt meinen, jetzt habe ich aus Versehen die Linie gelöscht. Wo muss die hin? Ja. So viel zum Merken. Das Man glaubt das kaum, 1,1278. Ja, 1,1277,6 war der Zielbereich und 1,1277,5 war die Linie. Nur Jens Frauke war richtig. Oh, der Olaf war auch. Der Markus hat es perfekt. Er hat gefragt, wo ist die, wo gehört diese Linie? Und er hat gesagt, ungefähr in die Mitte vom Bildschirm. Perfekt, mein Lieber. Da lag sie. Sehr schön gekontert, so was mag ich. Da haben wir sie. Da haben wir diese Linie, da lag sie. So, wir haben Bewegung A und folgen sollte dann Bewegung C. Fällt euch was auf? Wenn ihr jetzt dieses Bild seht, was fällt euch auf? Wir hatten gestern früh dieses Thema im Webinar, wo jemand zu mir gesagt hätte, muss man diese Bewegung nicht früher ansetzen? Was fällt euch auf, wenn ihr das seht? Müssen lernen. Wir haben hier die erste Bewegung. Die zweite Bewegung von dort startend sollte bis da gehen. Wir machen das mit dem Fadenkreuz. Die sollte bis da gehen und exakt der erste Schub bis dahin. Dann kommen die nächsten, die davon keine Ahnung haben und sagen, okay, ich messe die Bewegung ab da. Deswegen muss man beide auch berücksichtigen bei der Geschichte. Sagen, okay, ich messe ab da und sie da, exakt auf den Tick, hat das bis hierher funktioniert. Exakt. Und hier auch innerhalb der Zeit. Wir müssen beide Händlergruppen betrachten, die und die. Und das alles auch hier auch innerhalb der Zeit. Hier außerhalb von dem Zeitfenster, wenn man das so nimmt, man kann ja auch bis dahin gehen, dann passt es wieder. Wenn man den Start ab da nimmt und dieses Zeitfenster hier runter dupliziert, passt es auf den Punkt. Ab hier dieses Geeier. Also Bewegung, Korrektur. Ohne A gleich C, reine Trenddefinition. Zweite Bewegung, erste Welle, zweite Welle. Um dann nach oben wegzufliegen. Sehr schöne Geschichte hier. Wegzufliegen, alles wegzupusten, was hier irgendwie wo an Trenddefinition was zu sagen hat. Und jetzt blenden wir mal unsere Wolke und unseren Filter ein und sehen genau ab da perfekt alles weggeschossen, was irgendwie wo ging. Ab hier färbt sich unser Filter blau, gibt auch richtig Gas, läuft zurück. Und wenn man sich hier einstoppen lässt, hat man hier genau den idealen Entry. In der Kombination. Allerdings darf man dazu nicht popelnderweise oder sich die Schuppen aus dem Scheitel kratzen, sondern man muss in dieser Zeit im Chart auch arbeiten, den beobachten. Und dann merkt man erstmal, wie anstrengend einfacher Handel sein kann.
Wir haben hier den Rücklauf. Wir haben hier die Wolke. Ab hier taucht er in unsere Wolke ein. Unterstützend haben wir folgende Sachen, was uns dann auch dazu bewegen sollte, Euro pro zu handeln. Hier haben wir die 61,8 kurz darüber gebremst. Wir haben ein bullisches Engulfing und dieses bullische Engulfing knapp über der 61,8. Wir haben den Rücklauf in die Wolke, Wolke hat unsere Farbe und der Filter ebenfalls unsere Farbe. Solche kurzen Unterbrechungen kann man auch ignorieren. Der perfekte Entry, wenn wir jetzt alles rausnehmen und mal wieder mit Kästchen arbeiten, okay, das ist eine Bewegung und wir nehmen die zweite Bewegung, dann sehen wir jetzt wieder was. Was erkennt man hier jetzt? Der Ton ist manchmal unterbrochen, ist das so? Also ich habe da jetzt, von meiner Seite kann das jetzt nicht bestätigen. Das Einzige, was mich manchmal unterbricht, das war früher, war das meine Lehrerin, dann waren es meine Frauen, dann waren es meine Mutter, dann war es die Frau und heute ist es der Moderator. Korrekt. Kannst du mir einmal kurz einen Gefallen tun und einmal mir sagen, welche Stereo-Trader-Version und Metatrader-Version du hast? MT4. Ja, es geht mir um die Bildnummer. Suche ich dir nachher raus. Schicke ich dir per Mail. Okay, alles klar. Alles klar, super. Muss ich erstmal Lutz fragen, wo ich das finde. Ich bin da zu blöd zu. Okay, alles klar, alles gut. Ah, gucke hier. Hier, 260 und Bild 2663. Okay, dann brauche ich nur noch die Metatrader. Oben über Hilfe und dann über, dann auf über. Dann kann ich das auch sehen. Naja, aber wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt sage, hier Hilfe, dann kriege ich wieder einen Kaffee. Oder kriege Lakritz dazu. Okay, du hast 13,53. Alles klar, das wollte ich noch sehen. Gut. Gut, danke dir. Ja, okay. Ist ein Einzelschicksal mit dem abgehackten Ton. Der macht immer einen großen Bogen um Dresden. Jetzt ist er auch bei mir weg. Nö, ich habe nur nichts gesagt, weil ich deine Aufmerksamkeiten hier lesen musste. Die Jungs, die das gleiche Problem haben, hier sollten wir gucken, welche Version sie haben. Weil das Problem mit den Linien habe ich ja nicht alleine, mein Lieber. Was fällt euch auf? Ich bin ja hier nicht im Support für den Metatrader. Wir wollen ja handeln. Was fällt euch auf? Mann, jetzt ist gut, ja. Kann er nochmal reinschreiben? Das ist hier in dem Fall nach dem Ausbruch Welle 1. Das hier ist Welle 2. Deswegen habe ich mich gestern Mittag hier auch zurückgehalten. Hier fehlt noch ein bisschen was. Und dann ist er hier in den Mittagsschlaf gegangen.
Um die Welle 3 zu bekommen, sollte die Welle 2 länger sein als Welle 1. Was in diesem Fall hier ab diesem Ausbruch nicht getan hat. Deswegen habe ich mich gestern dann hier zurückgehalten und gesagt, pass auf, ich habe hier kein klares Schicksal. Die zweite Bewegung, richtig, sehr schön, Christoph G. Die zweite Bewegung ist länger vom Zeitfenster her und wesentlich unsauberer. Hier sieht man, hier erkennt man schön sauber, wie sich das hochschaukelt. Bop, 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 bop. Die Muster sind hier ähnlich. Wir fangen hier an, dann eiert das hier so ein bisschen rum, dann schaukelt sich das langsam hoch und beide enden hier oben mit einer guten blauen Kerze mit einer langen Lunte, mit einem langen Docht. Wenn ich solche Geschichten sehe, werde ich skeptisch. Und deswegen habe ich gesagt, ich halte mich eine ganze Weile zurück. Ich muss diesen Markt erst verstehen, bevor ich ihn wieder handle. Und den habe ich hier nicht verstanden. Okay, Retour in den 5 Minuten. Wir sehen, dass sich das ganze Spiel dann fortgesetzt hat, was aber vorher nach meinen Mustern, nach meinem Marktverständnis nicht handelbar war. Und dann sehen wir, wenn wir das jetzt hier drauflegen, was sehen wir jetzt? Was fällt euch jetzt auf, wenn man diese Muster sieht? Lernen aus dem Chart zu lesen. Mal ein Appell an die, die immer sagen, ja, ich habe ja da schon gelongt. Ich bin da ja schon drin. Ohne irgendwie in irgendeiner Form zu kommunizieren, ja, ich habe nach diesem Regelwerk dort gelongt, aus diesem Grund und dort mein Stop und dort mein Take Profit. Sondern die dann ganz gerne mal um die Ecke kommen, nachdem das Ding hier schon 15 Punkte gelaufen ist, und sagen, ja, kannst mich mal, ich bin schon lange long. ...150 Leute hier und keiner sieht es. Das ist schon mal das erste Zeichen. Gar nicht so schlecht, Fischkopf. Das Erreichen der Zeitmarke braucht immer länger und wurde auch nicht erreicht. Dritte Welle ist aber auch unsauberer. Doppeltop, ich sehe ein Doppeltop. Das ist nachher die Folge für die Umkehr. Das ist schon mal richtig. Ach nee. Immer wenn ich die Zeitebene wechsle, schaltet sich auch hier unten die Wolke ein und der Filter. Das liegt wahrscheinlich auch am MT. So, in 5 Minuten konnten wir es eben sehen, dort startet die Welle, hier startet die Welle. Diese Welle hier ist kürzer als die erste. Hat nicht die Länge erreicht. Ich mache diese hier mal rot. Da kann man es besser erkennen. Und wenn wir dann sagen, wir duplizieren die Welle 2, die ja kürzer ist als die Welle 1, was wir ja im Umkehrschluss auch machen, wenn die Welle 2 länger ist als die Welle 1, dann machen wir ja genau das Gleiche. Dann haben wir das ja als Bonusziel. Das heißt, wenn diese Welle 2 länger ist als die Welle 1 und wir legen die als Welle 3 an, dann sagen wir auch, pass auf, Welle 1, die Welle 3, hier entspricht Welle 1, das ist das Ziel. Wenn Welle 2 länger ist als die 1, dann packen wir die oben drüber und sagen, das ist das Bonusziel. Wenn wir das hier umgedreht haben
und die Welle 2 hier kürzer ist als die Welle 1, dann muss man das Spiel umdrehen und sagen, okay, die Welle 3, die kann schon, wenn nur Welle 2 dupliziert wird, kann die Welle 3 schon da enden und die Gesamtlänge der Welle 1 ist in diesem Fall das Bonusziel. Das heißt, in diesem Fall hätten wir hier das Ziel und hier das Bonusziel. Also bei 1,1229 das Ziel und bei 1,1235, ich weiß, das sind jetzt nur zwei Punkte. Es geht hier auch ums Prinzip, was wir ja lernen wollen. Also ich jedenfalls. So, und dann sehen wir, da Welle 1 knapp verfehlt, hier mit dem zweiten Schub genau die Welle 2 dupliziert. Da sehen wir es wieder, da exakt die Welle 2 dupliziert. Wenn wir es mal ganz exakt machen wollen, haben wir 1,13,29,4 das Hoch bei dem Kästchen und das Hoch von der Kerze haben wir bei 1,13,29,6, also 0,2 höher. Danach erst, und das war hier gestern Nachmittag um nach 14 Uhr, dann wurde, ich will nicht sagen bemängelt, aber dann wurde bemerkt, haben wir jetzt hier keinen Euro-Pro-Einstieg mehr, hat er gesagt, er macht nur Pause bis 14 Uhr. Und genau da begann die Unsicherheit. Wir haben die erste Welle, wir haben die zweite Welle, wir haben die dritte Welle. Ich brauchte hier erstmal nicht mehr nach Long-Setups suchen, sondern ich musste nach was suchen? Wenn drei Wellen durch sind, sogar fast vier Wellen durch sind, nach was suche ich dann? Umkehrsignale, genau. Vor allen Dingen nach einem Re-Entry oder nach dem Start einer neuen Welle Long. Wenn diese ganzen Muster weg sind, dann suche ich nach einem neuen Einstieg in einer Welle Long. So, jetzt sehen wir hier oben ein Doppeltop. Ich nehme mal diese beiden hier als Doppeltop. Man sieht hier das erste hoch gemacht. Korrigiert, woher dieses Hoch kommt, haben wir uns gerade erarbeitet. Zweite Nummer nach oben, kurz durchgeguckt, nachlaufendes Hoch und direkt wieder zurückgeschossen. Und dann schließt dieses Ding da unten. Dann haben wir hier die Nackenlinie für dieses Doppeltop. Da haben wir die Nackenlinie, auch wenn es nicht viel ist, aber es sind 12 Punkte. Und dann muss man schauen, zack. Und wir sehen, dass die Nackenlinie gebrochen wird. Ach so, das geht ja wieder nicht. Ist ja ein Fehler im Metatrader. Wir machen es mit einer Kiste, funktioniert es wenigstens. Da. Und wir sehen, Nackenlinie gebrochen, Zieleinlauf, Rücklauf, hier bestätigt. Und was sehen wir dann? Was kann man lesen? Lesen lernen, wie in der Schule. Das kleine 1x1. Bevor wieder einer um die Ecke kommt, sagt ja, die Indikatoren sprechen aber dagegen. Na klar sprechen die Indikatoren dagegen. Zu diesem Zeitpunkt sind logischerweise alle Indikatoren auf Long gebürstet. Alle. Alle Indikatoren, nachdem wir hier 50, 60 Punkte in dem Chart nach oben geprügelt haben, müssen alle Indikatoren auf Long gebürstet sein. Das geht gar nicht anders. Weil Indikatoren gucken nach hinten. Deswegen benutze ich keine.
weiterlesen, nacharbeiten, das ist eigentlich euer Job, den man abends machen muss oder den nächsten Morgen, wenn man abends zu faul dazu ist, dann muss man diesen Job machen, um lesen zu lernen. Ich fasse diese Bewegung hier mal zusammen. Ich weiß, der ein oder andere verflucht mich jetzt. Hör auf, jedes Mal mit deinem kluge Scheiße von wegen Lernen hier und so weiter. Drück auf den Knopf, ich will handeln, Maria. Los, mach hin, ich will Punkte machen hier. Egal ob Gewinn oder Verlust, ich will Punkte machen. Kann man tun, wenn man weiß wie. Eine saubere Bewegung. Eine zweite saubere Bewegung. Jetzt haben wir genau das Gegenteil und haben hier erste Bewegung länger als die erste. Das lässt darauf schließen, dass eine dritte Bewegung kommt. Wenn ich das daraus schließe, zack, dann sehe ich, da diese Bewegung hier nach unten etwas länger war, das Thema hatten wir hier in der Runde schon mal, wenn diese Bewegung nach unten hier länger ist, dann darf die Gegenbewegung hier ja auch etwas länger sein, was sie auch getan hat. Dann liegt aber die Vermutung nahe, dass diese Kiste hier, du sollst dich verschieben, dass wir hier wieder darunter laufen, weil wir hier einen Fibo drauflegen können und wir hier die 61,8 knapp verfehlt haben. 61,8 haben wir hier. Die haben wir hier knapp verfehlt in diesem Bereich. Und hier würden wir die 61,8 nach unten kurz verletzen, was gerne gemacht wird. Deswegen bestand auch hier die Gefahr einer dritten Bewegung. Und in diesen Bereichen wird es verdammt schwer, sich nach Euro pro dann Entries zu suchen, wenn man sich gegen bestimmte Trends, gegen die Hauptrichtung stellt. Dann wird diese Geschichte schwierig. Was ich damit sagen will, ist, Hartmut, du hast gestern 3 oder 4 Mal nachgeschrien. Du hast gestern genau danach geschrien, warum nicht Euro Pro und warum mir ab 14 Uhr keine Euro Pro Einstiege mehr. Genau deswegen, wenn ich mich in so einer Unsicherheitsphase hier befinde und keinen Weg finde, dann brauche ich das auch nicht handeln. Wenn ich diese Geschichte da hochziehe, diese Bewegung messe, sehe ich, hier ist die 61,8. Wenn ich dieses ganze Ding nach unten ziehe, ist sie noch nicht da, da ist sie knapp verfehlt. Deswegen diese Unsicherheit in dieser Geschichte. Und nachdem ich gestern Morgen 2 Positionen versemmelt habe und bei der zweiten und also einmal 2 Positionen im Verlust geendet haben und einmal 2 Positionen Break-Even ausgestoppt waren, spätestens dann gehen die Alarmglocken an, dann muss ich nach meinem Regelwerk die Unsicherheitsfaktoren rauskristallisieren und muss die suchen. Wenn ich die im Kopf nicht verarbeitet kriege, wenn ich das nicht hinkriege, was da jetzt passieren kann, dann merke ich, vielleicht bin ich schon ausgelaucht, vielleicht bin ich auch schon überlastet, irgendwie sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann muss ich mir einfach Gedanken darüber machen, was tue ich? Und wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, bleibe ich an der Seitenlinie. Und genau das habe ich gestern dann getan, was ja nachher auch hier im abendlichen Verlauf auch ganz gut war. Wir sind hier in 15, 20 Punkten hin und her geeiert. Da kann ich nach meinen Regelwerken nichts handeln. Da kann zwar irgend so ein Kluchschnacker wieder um die Ecke kommen und kann sagen, ja, aber nach Regelwerk, bla bla bla, da kann man jetzt hier, Mensch, es ist doch Dienstagabend, da gehen wir noch long.
Und Mittwochmittag geht man doch Short und da geht man auch gegen den Trend, weil am Donnerstag ist ja EZB und am Freitag ist ja Arbeitsmarktdaten. Und vor den Arbeitsmarktdaten geht es immer Long und vor den EZB geht es immer Short. Und das in der Kombination geht es dann quer. Ist doch vollkommen klar, dass es so läuft. Alles scheißegal. Wenn ich nach meinem Regelwerk hier nichts habe, keine Ansätze habe, dann bleibt nur eins: Seitenlinie. Wenn ich Fußballer bin, dann stehe ich bei einem Handballspiel an der Seitenlinie und versuche nicht irgendwie dazwischen zu hauen und vielleicht mal irgendwie ein bisschen mitzukicken. Und als Handballer bleibe ich auf dem Fußballfeld auch an der Seite stehen, weil auf dem Fußballfeld haben die Handballregeln einfach nichts zu suchen. Ich könnte es probieren, die funktionieren auf dem Handballfeld, funktionieren die sehr gut. Wenn ich das auf dem Fußballfeld probiere, vielleicht dann in so einer weißen Kiste vor so einem Netz da komischerweise und dann auf einmal Handballregeln anwende, gibt es einen Elfmeter. Wenn ich nach meinen Handballregeln hier nichts habe, sondern wenn hier nur Fußballregeln gelten in diesem Markt, ich kann aber kein Fußball spielen, sondern nur Handball, dann gehe ich nicht aufs Spielfeld, dann bleibe ich draußen. Hartmut, als Erklärung genug, warum ich mich dann auch etwas zurückgehalten habe. Hartmut ist nicht mehr da. Hartmut zieht sich jetzt gerade seine dicken, fellgefütterten Winterstiefel an, geht los und kauft Bärendreck, Lakritz. Mal kein Gewinn ist besser als ohne einen Plan Verluste zu machen. Genauso ist es. Und genau das war mein Ansinnen gestern. Deswegen habe ich mich dann etwas zurückgehalten. Okay, so viel ein Ausflug in die Vergangenheit. Wir schauen uns das grobe Muster an. Hier. Wir haben jetzt aus dieser kompletten Bewegung, die wir ja hier dann gemacht haben, müssen wir jetzt einmal gucken, wie weit sind wir jetzt gegangen. Und wir sind jetzt genau im Bereich der 61,8 hier. Da wird das ganze Ding jetzt schwach. Das heißt, als Plan für heute, aus dem jetzt Gelernten, vorausgesetzt, ihr habt was gelernt, was ich bei dem einen oder anderen mit Sicherheit bezweifle, heißt, wir können, weil da werden wieder irgendwelche, naja, anderen Sachen um die Ecke kommen, um es gelinde zu sagen. So, das heißt, genau hier würde heute, und so sah mein Plan heute früh auch aus, hier in diesem Bereich bis 86, 83 ungefähr in diesem Bereich und dann nach oben weglaufen, um hier oben in diesem Bereich Tagesziel zu realisieren. Gleiches Spiel. Ab hier unten mit gutem CRV gleich doppelte Long-Positionen. Da. Ich bin völlig entspannt, weil wir gucken gleich nochmal auf den DAX. Wir haben dank dem ein oder anderen Hinweis gestern Abend noch gut im DAX abgeräumt. Hier haben wir jetzt erst die Umkehr. Wir haben hier eine rote Kerze. Wir haben hier ein bullisches Engulfing. Dieses Engulfing hat das High bei 91,2. Wir sind bei 93. Den SL lasse ich dort liegen und den Take Profit lasse ich auch dort liegen. Wollte jetzt bloß nicht zu spät kommen. Weil wenn ich jetzt noch länger gewartet hätte, wird es schwieriger. Wir sind jetzt hier an der 93, an der Kante. Die hat er eben gerade, als ich drauf gedrückt habe, kurz durchstoßen nach oben. Das lässt auch schließen, dass er bis an die 08 geht. An der 08 hier, ja, ich habe gelongt. Stops unter diesem Zielbereich.
besseres Long wäre gewesen an der 89,9, also 3-4 Punkte besser, weil dann ist man drinnen mit einem Stop von 6 Punkten. Ich habe jetzt einen Stop von 9,5. Guten CRV, doppelte Long-Position und hier oben Tagesziel realisieren. Hier oben das Tagesziel realisieren und den Rest laufen lassen bis Ziel A gleich 1,13,32,5. 1,13,32. Das ist das erste Ziel. Und wenn wir die ganze Geschichte jetzt in der großen Zeiteinheit wieder duplizieren und sagen, okay, wenn er da jetzt anfängt zu laufen, was ja sehr gut sein kann, dann haben wir Ziel B. Und Ziel B entspricht fast exakt unserem Zielbereich hier oben an der 56. Ziel B 1,13,51. Ziel B gleich 1,13,51. Soweit verstanden. Jetzt kann geknipst werden von mir aus. Kann man mit dem Muster, mit der Zeichnung was anfangen? Ist das ein Plan? Ja, nein, vielleicht. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Kann man so einen Plan nachvollziehen? Stellt der Kurs seit dem Tageshoch von gestern nicht ein fallendes Dreieck dar? Ja, wäre mal ein schönes Thema, mein Lieber. Man nennt es auch ein falsches Dreieck. Warum ein falsches Dreieck? Weil die Unterkante ebenfalls fallend ist, wird in Fachkreisen auch falsches bullisches Dreieck genannt. Da ich aber weiß, dass das Minimum 50% der Anwesenden so gar nicht interessiert, weil sie sich auf anderen Quatsch konzentrieren, müssen wir das ja auch jetzt nicht auswerten. Da beide Linien fallend sind, nennt man dieses auch ein falsches bullisches Dreieck. Nur am Rande, warum falsches bullisches Dreieck? Wir brauchen in... Danke auch für die Unterlagen. Wir brauchen in einem bullischen Dreieck normalerweise aufsteigende Hochs und fallende Tiefs. Dann hat man einen klassischen Wimpel oder ein klassisches bullisches Dreieck. Da wir tiefere Tiefs haben und tiefere Hochs, stellt dieses bullische Dreieck trotzdem noch eine Abwärtstrenddefinition dar.
Das heißt, wir bewegen uns innerhalb von diesem Dreieck in einem Abwärtstrend, in einem echten bullischen Dreieck haben wir keinen Trend mehr. Deswegen ist das ja ein falsches bullisches Dreieck. Okay, damit haben wir einen Plan, damit haben wir auch die Ziele. War das jetzt Erklärung genug dazu? Wer war das überhaupt? Ah, der Uwe. Rufst du mich noch einmal wegen einer Mitgliedschaft an? Ja, das kann ich tun, aber du kannst mich auch anrufen, ne? Sehr gerne. Für alle, die darüber nachdenken, bei uns eventuell in der Community mitzuspielen, bei uns zu lernen und mit uns zu handeln. Wir haben Ende letzten Jahres, auch hier in diesen Webinaren, haben wir angeboten, dass man im letzten Quartal letzten Jahres bei uns schnuppern kann. Dieses Angebot gibt es ausschließlich immer im letzten Quartal des Jahres, weil am Jahresende alles abgeschaltet wird. Zum 31.12. wird alles abgeschaltet, was für das Jahr freigeschaltet wurde. Deswegen können wir aus organisatorischen Gründen und sowas erlauben, das im letzten Quartal zu machen. Wer wissen will, wie wir arbeiten, hat fast jeden Donnerstag die Möglichkeit, morgens hier dabei zu sein, bei uns zu lernen. Auf YouTube gibt es über 1000 Videos. Schaut euch diese bitte an. Es gibt über das Jahr, innerhalb dieses Jahres, nicht die Möglichkeit, hier mal eben mal zu sagen, ey, kann ich nicht mal 99 Euro bezahlen und kann bei euch mal schnuppern jetzt ab 8. Februar bis 8. März, weil dann muss ich dazwischen, bin ich dann im Mutterschutz, da kann ich gerade nicht, aber ich würde dann die anderen 2 Monate gerne vom 3. April bis 3. Juni machen. Nein, ist nicht. Ihr könnt euch gerne informieren, was wir machen. Ich stehe immer telefonisch zu einem Erstgespräch, zu einem Beratungstermin und so weiter, stehe ich gerne zur Verfügung. Wir können gerne über alles reden, aber während des Jahres gibt es nur Hop oder Top, entweder mitspielen oder nicht mitspielen. Entweder eine Vollmitgliedschaft oder nicht. Alles andere muss ich aus organisatorischen Gründen ablehnen. Ich bin ausgelastet bis oben hin. Mein Tag hat in der Regel 12 bis 14 Stunden und ich will mich nicht noch buchhalterisch nachher darum kümmern, wen ich jetzt wann irgendwie wo abschalten muss. Und wenn jemand lernen will, bei uns, mit uns lernen und handeln will, dann kriegt er das in 3 Schnuppermonaten oder in 4 Schnupperwochen sowieso nicht hin. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Ihr könnt ja unseren Florian mal fragen, wie lange sowas dauert. Er hat nur letzte Woche gerade seine Prüfung bestanden als Eurex-Händler. So. Ja. Aber du hast das ja auch in 3 Schnupperwochen gemacht, ne? Ja, genau. Ja, nein, habe ich nicht. Ja, ja. Ich hab ihn in Frankfurt gesehen, wie er auf allen Vieren da an der Börse zwischen Bulle und Bär hin und her ist. Und hat er ein bisschen am Bulle und ein bisschen am Bär geschnuppert. Und als wir fertig waren mit Schnuppern, hat er gesagt, ich mache eine Prüfung. Buh! Hurra! Und perfekt bestanden. Zu Ende geschnuppert. So, etwa. Dann, so macht man das heute. DAX. Ganz einfach, hier haben wir gestern gesagt, unter 15.620 prüfen, aufstocken prüfen und DAX dann BE. Wir sind jetzt an der 77. Ich würde gerne dieses Hoch an der Nacht hier sehen, die 89. Also würde ich ab der 90 versuchen zu shorten. Mein Webinar, meine Meinung. Shorts ab 15.588 circa, das 89 ist das Nachthoch. Da, die weg, die brauchen wir nicht mehr. Diese Nummer, die ich gerade gelöscht habe, hat mir gestern Abend den Arsch gerettet, weil dort hatte ich noch meine Short-Position noch liegen bei der 15.620, die er dann gestern Abend hier nach diesem Geeier hier auch noch gegriffen hat und hat sie hier in einem Rutsch in 10 Minuten mitgenommen. Ich habe es auf Slack gestern Abend um, da haben wir es,
gestern Abend, 20.44 Uhr, haben wir gesagt, okay, ihr, bop, 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 neue bei 6.38 Uhr, dort haben wir es nochmal publiziert. Die eine ist dann hier mit 45, bei 45 mit 7 Punkten Stop geflogen. Diese Nummer war zu geizig und dann haben wir diese, das ging dann sehr schnell. Und um 22.18 Uhr sind wir dann ins Ziel gelaufen und dort haben wir dann auch noch bekannt gegeben Zieleinlauf und nun ist es gut. So viel dazu. Danke, dass ich die Position dort vergessen hatte. So an den ein oder sag mal, danke Lutz, ohne mich hätte die da nicht gelegen. Die Order hat gestern da gelegen, die habe ich, aber danke Lutz, das ist selbstverständlich, wenn man sich dann besser fühlt. Aber die hat dort gelegen, weil ich habe sie gestern Nachmittag oder gestern Morgen schon dort die Ansage unter 6,20 zu aufzustocken, hatten wir dort schon gestern Morgen platziert. Hier haben wir die gleiche Geschichte, wenn ich mir das hier einfach mal ganz grob anschaue. Und hier, wir haben EZB und wir haben morgen Non-Farm Payrolls. Diese Geschichte darf hier noch fertig nach unten komplett abgearbeitet werden. Auch hier würde ich wahrscheinlich diese Kiste erst hier ansetzen und dann wären wir hier unten in dem Ziel. Und wenn wir uns das jetzt mal am H1 angucken, den wir zur Hilfe nehmen können, zur Hilfe nehmen müssen, dann sehen wir, wir haben im H1 einen Trendbruch hier gestern Abend vollzogen, als er hier drunter gerauscht ist. Und damit haben wir auch hier im H1 diese erste Bewegung, die dann auskorrigiert wird, wurde, vielleicht auskorrigiert wurde und hier jetzt eventuell die zweite Bewegung gestartet ist. Und jetzt habt ihr eine Aufgabe, ist nämlich das gleiche, was ich euch gerade versucht habe im Euro zu erklären. Ups, falsche Linie. Dann sind wir bei der 15.385 und die 15.385 deckt sich oder resultiert auch daraus, dass wir hier bei der 15.355 dann auch ein FIBO-Level haben. Und damit ist das hier im DAX ganz grob unser Zielbereich. Da unten diese Nummer sollten wir uns im M5 dann reinziehen und als Zielbereich definieren. Da unten will ich hin. Nochmals, ich handle nach meinen Regeln. Ich werde hier keine fremden Regeln oder sonst irgendwas kommunizieren. Ich kommuniziere das, was ich kann und ich kann meine Setups, mein Regelwerk. Und dieses Zeitfenster ist noch lange nicht abgelaufen. Da ist der saubere Start. Dort ist das saubere Tief. Und wenn wir ganz großes Glück haben, macht der jetzt gleich noch ein neues Hoch und dann sehen wir nämlich, wo er startet. Ich zähle vom Zeitfenster erst das hier ab heute und dann landen wir genau hier unten in diesem Bereich. Wir haben hier das Hoch aus der Nacht. Da, das haben wir bei 89,05. Da sind wir jetzt gleich. Komm her, da haben wir das Nachthoch. Jetzt gehen wir in den 1 Minuten und jetzt suche ich mir zack, dort meine Shorts. Gesehen?
diese Kerze hoch an das Nachthoch, genau dahin, wo sie hin sollte. Schlusskurs da, diese Kerze öffnet rot und sofort muss man reagieren. Gestern hatten wir auch die Diskussion auf Slack, wie kann das sein? Dort bei 38 fliegst du raus und bei der 24 gehst du wieder rein. Genauso. Ich wechsle von dem M5 in den M1. Ich habe hier oben meine Marke und wenn ich diese Marke sehe, dann werde ich diese auch handeln. Zack. Was ist jetzt los? So, hier, ich habe den Stop etwas, einen kleinen Tick weitergebracht, weil wir hier mit einem nachlaufenden Hoch rechnen müssen. Wir haben es schon nach 9. Wir haben dieses Tief angelaufen, das ist nicht gut. Dieses Tief hat gehalten. Unter diesem Tief hier, unter diesem Tief stocke ich diese Position auf. Okay, auch diese Setups sind klar. Wir haben es schon nach 9. Ich will ja nicht so weit überziehen. Dafür werde ich gar nicht bezahlt. Und sage jetzt in diesem Sinne mal, die ersten verkrümeln sich auch schon. Wahrscheinlich bin ich heute mal zu langweilig. In diesem Sinne will ich mich jetzt mal verabschieden. Setups sind klar. Euro haben wir klar, den DAX haben wir klar und jetzt können wir uns ja auf den Rest des Tages konzentrieren. In diesem Sinne sage ich jetzt mal viel Spaß, einen erfolgreichen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Danke dir, Thorsten. Von mir nur kurz letzte Worte. Danke an die Teilnehmer, danke an Thorsten und bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Trades auf und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.